Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, jetzt waren ja 2 Tage Pause, ungewollte Pause, was mich selber auch sehr ärgert. Aber ja, mein Headset war kaputt. Zumindest dachte ich, es wäre kaputt. Es war nämlich komplett wurscht, welche Einstellungen ich vorgenommen habe, wo ich überall nachgeschaut habe. Das Mikro wollte nicht mehr. Nein. Ich durfte auch das Ganze, was wir heute spielen werden, schon mal zocken und, ja, zerstören, also löschen. Inklusive 2 Gespräche mit unserem lieben Gage hier. Und ja, ich hoffe, dass diese Gespräche trotz allem nochmal kommen. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt und vielleicht kommen sie später. Wir werden auf jeden Fall hier weitermachen. So. Ich musste auch diesbezüglich die Final Fantasy Parts auch noch, ja, streichen. Hab mir heute ein neues Headset gekauft und wollte noch einmal testen, ob das depperte alte Headset kaputt ist. Und wie durch ein Wunder, es funktioniert. Als wenn diese Geräte mitbekommen, wann es Zeit ist, für sie in die Tonne geklopft zu werden. Klappt einwandfrei. Ton, Kopfhörer. Als ob es nie gehapert hätte. Ja. Wenn ich es nicht besser wissen würde, ich weiß es eh nicht besser, komm her, Gator-Klaue, würde ich, Alter, Gage, wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, es handelt sich hierbei, ich will da rein. Uah, Alter, du Saufich. Au, au, au. Wo ist es denn? Ich will da rein eigentlich. Hier in den Käfig und von da aus. Schießen. Du Klump, du schiffst mich nicht. Au! Oh, dann einen guten Bist Fisch. So ungefähr sollte das eigentlich funktionieren. Wer findet, dem gehört's, richtig? Okay? Ja, mir gehört's. Ja. Wann hat er mit den Gesprächen angefangen? Das war, ja, als ich hier raus bin. Und habe mich gleich, ja, dazu entschieden, unseren Schrott zu entsorgen. Und beim Herporten in Nuka-Cola World hat er angefangen, mit mir Smalltalk zu machen. Der gute Gage. Ja. Das ist jetzt hier irgendwie, ja, gerade nicht der Fall. So. Ich habe echt damit gerechnet, dass hier mehr Getier herumschwirrt. Nachdem es ein Safari-Park hier war. So Krokodile und solche Sachen. Ich sollte es vielleicht nicht verschreien. Ich sollte es vielleicht nicht verschreien. Ich will da nicht rein in den Tümpel. Ich habe Angst, dass ich wieder absauf. Ja. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Jetzt bin ich komplett aus dem Takt. Richtig, wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen hier mal den Park verlassen können. Ich habe... Okay, da drüben wird es echt gehen. Wenn ich jetzt da... Ich speichere mal. Ich wollte jetzt gerade einen beherzten Sprung machen. Geht's hier aus? Ja, das geht hier, glaube ich, sehr gut aus. Mit ein bisschen Glück sind wir schon ganz in der Nähe von dem Ort, wo wir hinwollen. Nicht nur ganz in der Nähe, wir sind sogar da. Aber der Ort hier ist etwas tückisch. Ich werde es gleich sehen, warum. Jetzt weiß ich nämlich auch, woher das eine Echsenviech kam. Von da wahrscheinlich. Mich hat da nämlich einmal eins überrascht und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ja, aber nur fast. Fast wäre es zu spät gewesen. Zum Glück hatte ich eine Windel an. Na, um Gottes Willen, sowas trage ich noch nicht. Nein. Soweit geht es mir untenrum ganz gut, dass ich noch keine Windel brauche. War hier nicht irgendwo was zum Looten? Ja, ich glaube hier. Looten. Ah, warte. Habe ich geskillt? Wir haben geskillt, ne? Für den Fall, dass das irgendwie übersprungen sein sollte und ich mich gerade nicht richtig erinnern kann, das kann auch passieren. Wir haben den Skillpunkt mit, ich glaube, mehr Munition in Behältern gewählt, weil die mir langsam ausgehen tut.
Ja, die tut das wirklich. Ganz barbarisch, hinterfotzig und ohne Gnade. Die macht das wirklich. So, Gage. Du hast noch nichts gepult? Ich bin überrascht. Wie schaut es eigentlich da oben aus? Ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist der Vorteil heute. Denn wir haben der ungeschlagene Vorteil. Aber trotzdem muss ich nochmal kurz durchschauen, ob wir hier nicht irgendwo Patrönchen und solches Zeugs herkriegen. Tun. Boah, so eine Registrierkasse wäre auch cool gewesen für unser Starlight Drive-In. Hey, Boss. Kann ich dich was fragen? Ah, ist es soweit. Freilich. Was ist los? Scherzen. Nur zu. Vielleicht später, ne? Quatsch nur. Na klar, Gage. Okay, also, ich dachte mir so, wir sind jetzt schon eine Weile zusammen unterwegs. Du nimmst dir, was du haben willst. Und lässt dich von niemandem aufhalten. Hast mehr Mumm als die meisten. Ich frage mich wohl einfach nur, warum? Was springt für dich dabei raus? Brauche ich einen Grund? Keine andere Wahl. Ich mache, was ich will. Ich will es krachen lassen. Na, brauche ich einen Grund? Brauche ich einen Grund? Nein, schätze wohl nicht. Wenn du mich fragst, will die ganze Welt einen fertig machen. Von Anfang an hat man die denkbar schlechtesten Karten. Die meisten sind zu dumm, um das zu erkennen. Sie stolpern durchs Leben und können sich gerade eben irgendeinen Scheiß aufbauen. Sie kämpfen jeden Tag, bis irgendwas sie unvorbereitet erwischt. Und das war's dann. Gute Nacht. Ja, guten Tag. Tun dir die leid? Sie wissen es nicht besser. Mehr schaffen sie nicht. Das sind Idioten. Na, ich glaube, besser. Besser wissen sie es einfach nicht. Die können nicht anders und wissen es nicht besser. Das meine ich ja. Sie kapieren es nicht. Sie sehen es nicht kommen. Aber manche wissen wiederum zu viel. Sie erkennen, wie sehr die Welt wirklich am Arsch ist. Also wollen sie alles haben. Und zwar sofort. Den Alk, die Camps, die Kronkorken. Und es ist ihnen egal, wie sie es kriegen. Wenn sie es anderen wegnehmen können, fühlen sie sich, als hätten sie die Oberhand. Die haben sie aber nicht. Verdammte Raider. Sie werden gierig und haben nur das Hier und Jetzt im Blick. Dann machen sie Fehler und sterben. Manche strengen sich dafür sogar richtig an. Was ist mit dir? Sarkastisch. Die sind mir die Liebsten, nicht die Hellsten. Ja, und was ist mit dir? Und was ist mit dir, Gage? Was für ein Mensch bist du? Wenn du mich fragst, ich bin keiner von beiden. Diese Leute geben sich zu viel, zu wenig oder gar keine Mühe. Aber du und ich, wir sind anders. Wir wissen, wann man für das kämpfen muss, was man verdient. Und wann es zu viel ist. Also, ich hab den Scheiß schon vor langer Zeit kapiert. Bin in so einem normalen Drecksloch groß geworden. Hatte liebende Eltern, aber es waren Schwächlinge. Wurden jahrelang von den Raiderbanden rumgestoßen. Und gaben alles her, was sie zum Leben hatten. Eines Tages sah ich sie vor so einem Idioten mit einer Knarre kuschen. Da war's mir klar. So werde ich nicht enden, hab ich mir gesagt. Also bin ich abgehauen. Ich war 12 oder so. Egal. Ich hatte genug von der Welt gesehen, um zu wissen, wie es läuft. Wo sind sie jetzt? Schwierige Entscheidung. Tapfer von dir. Du hast sie in ihrem Leid allein gelassen. Na, wo sind deine Eltern jetzt? Wo sind deine Eltern heute? Wer weiß das schon? Tot, da bin ich sicher. Wahrscheinlich schon lange. Ist mir egal. War mir schon immer egal. Bin ein paar Jahre rumgezogen. Und hab alles Mögliche gemacht, um was zu essen zu bekommen. Irgendwie. Eine Zeit lang war ich Bote bei einer Karawane, hab geplündert, Jobs für Siedlungen erledigt. Aber eins war immer gleich. Als die Raider kamen, zogen alle den Schwanz ein. Die Raider nahmen sich, was sie wollten, verschwanden, und das war's. Hat nicht lange gedauert, bis ich mitbekam, wohin für mich die Reise wirklich ging. Als wieder eine Bande kam, war ich dabei und hab mich hochgearbeitet. Und jetzt bin ich hier. Mit dir unterwegs zu sein, scheint sich gelohnt zu haben. Flirten? Aha, sarkastisch. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ich bin gelangweilt. Na. Hey, es ist ein Spiel. Warum nicht? Unterwegs sein? Ist das alles, was wir hier tun? Hey, Boss. Ich weiß nicht. Ich meine, ein Schritt nach dem anderen, okay? Wie wäre es, wenn wir so weitermachen und sehen, wohin uns das führt? Ist das für dich okay? Jetzt lass uns irgendwen umbringen.
Hey. Schöne Aussage. Mal kurz Zeit. Ein verlegener Gage. Was? Ist es schon soweit? Gibt es ein Problem? Ich höre zu. Natürlich. Vielleicht später. Na, freilich hören wir dir zu. Natürlich. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, also, wie wir beide so zusammenarbeiten, tja, das macht echt richtig Spaß. Hm. Ich habe Nuka World mit dir verlassen und gehofft, du wärst der richtige Overboss. Hätte mir keine Sorgen machen müssen. Du kannst ohne Frage auf dich aufpassen, was man von den meisten anderen nicht behaupten kann. Außerdem macht es dir Spaß. Mhm. Und noch wichtiger, ich weiß, du hältst mir den Rücken frei. Ich kann dir vertrauen. Dir und niemandem sonst. Boah, ey, ha? Das ist einmal anbaggern. Burschen, sag's das mal einer Frau. Boah, ey. Wäre mal was Neues, eine neue Masche. Boah, haha. Glaubst du, ich würde dir in den Rücken fallen? Klingt vernünftig. Helfe dir. Mach dir keine Sorgen. Ich dachte, wir helfen dir. Verdammt richtig. Ich halte dir den Rücken frei. Ich weiß, Boss. Und es von dir zu hören, bedeutet mir was. Wirklich. Hm. Hab ein paar falsche Entscheidungen getroffen, als ich jünger war. Ich sag nicht, dass ich sie bereue. Aber damals war ich einfach ein bisschen blauäugig. Die erste Bande nahm ich mit 16 auf. Gute Größe. Starke Leute. Haben sie nur nicht richtig eingesetzt. Ich war neu, jung. Und wusste nicht, wann ich den Mund halten sollte. Machte Vorschläge, um die Dinge zu verbessern. Ja, ist nichts Schlechtes daran. Du hast dich immerhin für deinen Trupp interessiert und versucht, ihnen zu helfen. Was ist passiert? Sarkastisch. Teamplayer, du dachtest, du wüsstest es besser. Na, was ist passiert? Also, was ist passiert? Tja, irgendwann kam der Boss zu mir. Mhm. Er hieß Connor. Keine Ahnung, welchen dummen Namen er sich gegeben hatte. Der Ernter oder sowas. Mhm. Auf keinen Fall so einschüchternd, wie er klingen sollte. Fast schon lachhaft. Naja, erst dachte ich, er wäre sauer drüber, dass ich seine Autorität untergrabe. Aber er hörte mir zu. Mhm. Nahm meinen Rat an. Wo ist er jetzt? Scherzen. Kluger Typ. Verrückt, dir nicht zuzuhören. Wo ist er jetzt? Und wo ist dieser Typ jetzt? Warte. Das war ja noch nicht alles. Also, da war ich nun. Ein kleiner Dummkopf, dem der scheinbar mächtigste Mann der Gegend zuhört. Ich bin geplatzt vor Stolz. Connor hat mich immer wieder gefragt, was ich von seinen Plänen halte. Mir gesagt, dass er mir vertraut. Das ist mir zu Kopf gestiegen. Nach ungefähr einem Jahr der engen Zusammenarbeit hatten wir den Plan, Frieden mit einer rivalisierenden Bande zu schließen. Wir arbeiteten heimlich alles aus, wo wir uns auf neutralem Boden treffen. Wer verhandelt? Ein Plan B für den Notfall. Ich übernahm die Verhandlung. Mit drei unserer übelsten Kanten als Schutz, falls mich keiner ernst nehmen würde. Okay. Hat es funktioniert? Sarkastisch. Viel Verantwortung. Irgendwas ist schiefgelaufen. Nö, hat's funktioniert? Hat das funktioniert? Haben Sie dir zugehört? Zuerst nicht. Dann aber schon. Mhm. Nach ungefähr einer Stunde erkannten sie, dass die Abmachung in ihrem Interesse war. Und dann hörte ich es. Waffenfeuer und Explosion. Und zwar reichlich. Zuerst dachte ich, oh Scheiße, da ist was schiefgelaufen. Connor muss uns rausholen. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wurde mir klar, was passierte. Mhm. Der Dreckskerl hatte mich verarscht. Und ich bin drauf reingefallen. Ich hatte von ihm alle möglichen wichtigen Informationen erhalten. Wäre ich länger da geblieben, wäre ich zur Bedrohung geworden. Also nutzte er uns als Ablenkung, um die anderen Banden zu beschäftigen. Während er und seine Männer angriffen, er würde Beute machen. Und ich würde im Kreuzfeuer sterben. Halleluja. Wie bist du entkommen? Schlau gemacht. Du konntest entkommen. Du kannst niemandem vertrauen. Na, wie bist du rausgekommen? Wie bist du dein Leben da rausgekommen? Ganz ehrlich, ich kann's dir nicht sagen. Glück. Ich erinnere mich nur vage. Trifft es ziemlich gut. Ich fand mich auf der anderen Seite wieder. Angeschlagen. Aber lebendig. Zurück konnte ich nicht. Der, dem ich vertraut hatte, wollte mich umbringen. Ich dachte daran, wieder reinzugehen und zu ballern. Aber das war nur meine Wut. Und ich wusste, wie das enden würde. Also zog ich weiter. Schwor mir, nie wieder so dumm zu sein. Traue niemandem. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Mhm. Worauf willst du hinaus? Das Leben ist hart. Du musstest es tun. Kein Bedarf an Tränengeschichten. Na, du musstest es tun, ne? Würde ich mal meinen. Hey,
hast getan, was du tun musstest. Das kann dir niemand verübeln. Wie gesagt, Boss, ich bereue meine Entscheidung nicht. Seit diesem Tag habe ich niemandem mehr vertraut. Nur so lange, wie sie für mich nützlich waren. Ja, ist klar. Du hast wirklich was drauf. Hm. Endlich kenne ich jemanden, für den es sich zu kämpfen lohnt. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das soll jetzt nicht komisch klingen oder so. Ich sag nur, dass das zwischen uns eine echt gute Sache ist. Umwerben? Oh la la, danke. Beste Freunde, professionell bleiben? Na na, machen wir schon umwerben. Wenn wir dann irgendwo mal so ein Schlafsäckchen oder so haben, dann ne, Bonus und so. Außerdem in jedem Städtchen ein Bübchen. Also. Das ist nicht komisch, Gage. Ich habe auch schon viel darüber nachgedacht und ich möchte mit dir zusammen sein. Sagst du gerade das, was ich denke, dass du es sagst? Ach, komm schon, Boss. Du würdest nichts mit mir zu tun haben wollen, bei meinem verhunzten Leben. Okay, red nicht sowas. Auf so stehen doch die Mädchen, bitte. Je darüber nachgedacht, ist schon seltsames Geschehen. Seltsameres Geschehen, Entschuldigung. Wir sollten zusammen sein, vergiss es. Na, also hast du jemals darüber nachgedacht? Ehrlich, Gage. Hast du noch nie darüber nachgedacht? Über uns? Okay, gut. Also, vielleicht ab und zu. Wir haben viel erlebt und du bist schon was Besonderes, klar. Hm. Aber sowas habe ich noch nie gemacht. Weiß nicht, ob das funktioniert. Weißt du es denn? Ich mache keine Witze. Willst du das wirklich? Sicher. Ist schon seltsames Geschehen. Wieder von vorne. Okay, vergiss es. Na, wir sollten zusammen sein. Wir sind mehr als nur ein gutes Team, Gage. Du weißt das und ich weiß das. Ja, das sind wir wohl. Ich muss schon sagen, hätte nicht gedacht, dass sich dieses kleine Gespräch so entwickeln würde. Ich werde jetzt hier nicht sentimental, aber... Verdammt, Boss. Du bist einzigartig. Ich kann's nicht erklären, als hätte ich einen Teil von mir gefunden, den ich nie vermisst hatte. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert, aber scheiße, es gibt niemanden, den ich lieber bei mir hätte. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Gage hast du den Skill Blutlektionen erlernt. Supi. Perfekt. Genau, dieses Gespräch hatte ich vorhin gemeint. Yeah, wir haben ein neues Schnuckelchen. Hi, Schatzel. Na, wie geht's? Fesch schaust heute raus. Passt. Wenn das nicht speicherungswürdig ist, weiß ich auch nicht weiter. Also tun wir's gleich. So. Ich hoffe wirklich, dass das Mikro heute mitspielt. Das wäre echt, also es ist schon sehr schön, wenn man so gelobt wird und alles solche schönen Komplimente kriegt, aber ja, immer dieselbe Leier ist auch nicht schön. Das wäre echt schlimm. Also, ja, naja. So schlimm zwar auch nicht, aber... Sagen wir so, es wäre zeitraubend auch ein bisschen, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste. Ich will da durch. Da könnte eventuell ein Schatz oder so... Nein, nicht. Da hinten ist doch eine Kiste, oder? Schaut wahrscheinlich nur ein Besen einmal auf jeden Fall. Ihr kommt aber nicht hin. Ihr müsst wahrscheinlich die Rüstung ausziehen. Ich traue mich mal. Zack. Ich probiere mich jetzt da durchzuschleichen, ob es geht. Na, haut, oder? Nein, geht eh nicht. Okay. Ich wollte es nur mal probieren. Yeah. Ja, früher war das halt bei den Seemännern so, ne? Da sagte man doch in jedem Städtchen... Ja, das dürfte die Sache ein bisschen anheizen. Gell? In jedem Städtchen ein Mädchen, sagte man früher doch, nicht wahr? Und ich drehe das Ganze jetzt einfach mal um. In jedem Städtchen ein Bübchen. Richtig, da ist schon der erste... Arr. Komm näher. Ah, das sind zwei. Naja, komm nur. Na, komm nur. Ja, sehr schön. Passt. Eine ist noch da hinten.
ich glaube, dann müsste es auch schon erledigt sein. Oh, ich bin überladen. Ja, stimmt. Ich war ja diesmal nicht ausleeren. Gage, Herzchen, hilfst du mir bitte mal mit den Einkaufstüten? Das wäre ganz lieb von dir. Ich nehme sehr gerne die teuren Sachen für dich. Ich glaube, das war gerade nicht schlau. Ich glaube, da hinten ist schon der nächste Krüppel, wollte ich jetzt sagen. Das nächste Monster. Schrott behalte ich noch. Das kannst du haben, das und eigentlich auch das hier. Ja. Die gehen nicht, ne? Das ist ja... Oder doch? Ah, er darf's tragen. Genau. Das war jetzt ja questbedingt, ne? Ist ja eine Frechheit. Ist ja eine Frechheit. So. Hilfsmittelchen, diverses. Schrott kann er noch haben. Hat er hier noch? Oh. Gage ist voll wie ein Christbaum. Okay. Nein, nicht so. So. Da kommt er schon, da kommt er schon, da kommt er schon, da kommt er schon. Da tut er kommen. Ich glaube, der hat gerade. Okay. Warte nicht, Kumpel. Passt. Der hat gerade aufs Schwert gewechselt. Also das Schwert schaut schon cool aus. Ich meine, okay, jetzt ist es blutversieft, aber wenn man das aufmotzen könnte. Boah, das schaut echt nicht schlecht aus. Ich glaube, ich habe gerade die Waffe für meinen Schnuckel gefunden. Für meinen Schnuckel Nummer 2. Hey, im Commonwealth kann man nie genug Ehemänner haben. Was ist, wenn man... Huch, da. Da geht es nicht weiter. Was ist, wenn... Was ist, wenn da mal einer drauf geht? Dann hat man immer einen anderen in Reserve. Wie schier, ich weiß. Voll gemein, ey. Da, zack. Gut, hier sind wir fertig. Lalalala. Ich höre mich schon bald an wie so eine schwarze Witwe oder so. Das ist aber nur im Spiel so. Im echten Leben bin ich treu. Ich bin eine wirklich treue Seele. Ich könnte mir ein Leben ohne mein Wölfchen gar nicht vorstellen. Nein, wirklich nicht. Da würde für mich im wahrsten Sinne des Wortes die Welt untergehen. Ich wüsste nicht mal, ob ich genügend Lebenskraft hätte, um in irgendeiner Weise weiterzumachen. So. Ja, brich nur ab. Hast du recht. Hast du recht. Nein, so vielleicht. Na, jetzt komm. So. Nicht so. Ja. Cool. Perfekt. Toll. Alles radioaktiv verseucht. So haben wir das gern. Man hört es knistern. Gage bleibt draußen. Ja. Ob das einer der Entführer ist? Weil wir müssten jetzt hier eigentlich an dem Punkt sein, wo wir diesen Professor treffen sollen. Oh. Ja. Da liegt er und entspannt sich gerade. Er ist ein bisschen abgemagert, weil er sich hier drin eingesperrt hat. Ja. Da war es nämlich gerade schon. Die, der Hinweis. Also dieses, ich glaube ein Holoband war es jetzt, glaube ich, ne? Und hier liegt der gute Professor. Ja. Haben die ihn gefoltert, weil er nur noch eine Hand hat? Da drüben sieht man noch ein bisschen die Skeletthand, aber die, da fehlt die komplett. Boah, das wäre aber echt übel. Oder war es jetzt nur der Code? Ich glaube, da gibt es gar kein Holoband, oder? Ich glaube, schauen wir mal ganz kurz rein. Ganz kurz. Da, Inventar. Diverses. Doktor so und so. Doktor da. Das war's. Gibt's nichts zu reden. Ja. Da gibt es nichts zum Reden. Huch. Solche Hütten würden mir auch sehr gut gefallen, wenn man die bauen könnte. Ja, ja, knister, knister. Eine Wirbelsäule, die ist immer klasse. Das hatte ich, glaube ich, eh schon mal erwähnt. Eine zweite Wirbelsäule, wenn man im Gebäck hat, die ist echt praktisch. Stell dir mal vor, du bekommst einen Bandscheibenvorfall, kein Problem. Nimmst einfach die Ersatzwirbelsäule, baust sie ein und dann ist alles wieder gut. Ein
Ja, wirklich, so macht man das. Ich glaube, da drüben noch. Ja, da oben auch was. Kann es mir gerade echt nicht vorstellen. Muss den Marken kontrollieren. Richtig. Dann klubschen wir halt mal. Na, da ist nur irgendwer verreckt, aber sonst ist da nichts. Bis auf ein paar Fläschchen. Oh doch, schau mal. Ah, sind das wirklich die AFAD Seesack? Ja. Der hat sich noch schön einen angesoffen. Ja. An die lieben Viecher. Krebs da draußen. Krebsen da draußen irgendwelche Erfahrungspunkte rum. Die können sich gerne hier bei mir sammeln. Also nacheinander. Und wir nehmen sie dann in Verwahrung. Bei uns geht es den Erfahrungspunkten richtig gut. Wir dürfen beim Skillen helfen und sind und haben ein schönes warmes Plätzchen, so wollte ich sagen. Der Vogel hängt irgendwie fest. Ja. Aber so wie es ausschaut, gibt es hier eigentlich nichts mehr für uns. Hier vielleicht noch? Tatsächlich, da ist noch eine Kleinigkeit. Ich denke, wir könnten uns dann wegporten. Hier also, weg, tschüss, baba. Boah. Ein Zuckerwattebissen. 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 Ich glaube, Gage fliegt immer da runter irgendwo. Zuckerwattebissen. Ja. Na fein. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Da wäre noch eine hübsche Blume. Blume, Blume, Blume. Zack. Und jetzt sieht das gerade komisch an. Aber ich glaube, hier kreucht derweil echt nichts. Nichts rum. Na, ich glaube, das dürfte mal passen. Gut. Dann würde ich sagen, wir warten uns. Eingang zur Klonanlage. Ja gut, dann parken, wollte ich sagen. Ja, ich parke mich auch gleich wohin. Dann porten wir uns dorthin. Wir porten uns. Oh yeah. Mhm. Ich glaube, ich bin so, wir sind jetzt, wir, nicht nur ich, sondern wir, sind jetzt, glaube ich, sogar ein paar Minütchen schneller, als ich bei der letzten Aufnahme war. Es hat schon seine Vorteile, wenn man weiß, wo man hingeht. Ja. Schade, da hat noch niemand frischen Müll nachgelegt. So ein Pech. Aber diesen mutierten Fahnen nehmen wir gerne mit. Da hat jemand einen Hundekuchen liegen lassen. Ist das ein Reifen? Tatsächlich, ein verschmutzter Reifen. Schaut aus wie so ein Kranzkuchen. So ein überdimensionaler. Boah, Kranzkuchen ist echt was Gutes auch. Ja. Das Affen, der Affenzirkus geht schon weiter. So. Safari, Adventure. Eingangsdings. Ja. Jetzt klubschen wir doch mal, ob da nicht zufällig dieser Code passend hätte tut. Ich brauch Licht. Mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Haha, ja. Mal schauen, wie lange es anhält, bis die Birne wieder kaputt ist. So, wir haben jetzt diesen drecksverdammten Code. Und ich möchte gerne, genau, entriegle die Tür zur Nuka-Gen-Replikationsanlage. Ja, bitte. Entriegle die Tür. Muss passen, mehr tut er dabei nicht. Ja, Sesam, öffne dich. Gut. Ich zücke gleich mal unsere Waffe, weil hier drinnen gibt es sicher einiges Getier. Man kann wohl alles verwenden, aber das? Ich weiß nicht, Boss. Natürlich, aber das Schwert steht ihm echt gut. Entschuldigung, das kann man jetzt falsch verstehen. Nicht so, pfui, was denkt ihr denn schon wieder? Ja, aber du hast damit angefangen. Das stimmt doch gar nicht, ich habe nur gesagt, er hat ein Schwert. Ich glaube da drin, ja. Oh. Das, aha, irgendwie ist hier...
Wow. Au. Jawohl, das war's. Alles gut mit dir, Schnuckel? Ja, schaut gut aus. Kackviech, Gartorklaue. Gartorklaue ich. Ich vergesse immer den Namen dieses Viechs. Gartorklaue. Mit G. So, ja. Reagenzglaseln, jawohl, das nehmen wir alles gerne mit. Ah, Dr. Heinz Terminal. Stimmt, da war was zum Lesen. Jawohl. Diesmal mache ich es richtig. Letztes Mal habe ich von da angefangen, das stimmt natürlich nicht. Hier ist der erste Eintrag. Der 1.1., also der 1. Jänner 2077. Tagebucheintrag. Jo. Ich glaube, ich habe das neue Jahr etwas zu feuchtfröhlich begonnen. Ich habe so einen Kater, Alter, ich kann fast nicht schreiben, schwöre. Ich schwöre. Arge sowas. Ich bin neben dem Hauptterminal des Nukagen-Replikators aufgewacht und es lief ein Programm. Wer möge es anders erahnen? Ja, ich habe was hergestellt. Und zwar, pass auf. Anscheinend hatte ich versucht, einen Ameisenbären mit 16 giraffenartigen Beinen, man möge sich das mal vorstellen, Schuppen, 4 Augen und 2 Schwänzen zu requenzieren. Alter. Hoffentlich müssen wir nicht gegen das Viech kämpfen. Lustigerweise habe ich selbst im betrunkenen Zustand eine durchaus machbare Sequenz hinbekommen. Ja, ist eigentlich, könnte man so lassen. Ja. Das Tier würde wahrscheinlich nicht lange leben, aber meine wissenschaftliche Neugier sagt mir, dass ich es mal versuchen sollte. Ich werde mit Dr. McTermont sprechen. Super. Bravo. Ein Hoch auf die Wissenschaft und Genforschung. Yeah! Tagebucheintrag vom 27. Februar 2077. Diese verdammten AFAD-Idioten. Boah, wie mir die ankotzen, sag ich euch. Sind wieder aktiv. Ja, leider. Letztens erst habe ich einen unter die Erde gebracht. Ja, was denn? Auch wir brauchen Dünger für unsere Monster. Ja. Erst vor ein paar Wochen haben sie meine Kollegen mit Dung gefüllt. Ja, pfui. Die Sicherheitsabteilung hat mir versichert, dass sie nie mehr auch nur in die Nähe von Nuka-Cola World gelassen würden. Als ich heute ankam, hatte aber trotzdem jemand stoppt die Folter auf die Sicherheitstür geschmiert. Ich weiß gar nicht, warum diese Trotteln davon ausgehen, dass wir Tiere foltern. Ah na, was tut's denn dann? Dort mal ein Teil hingepflanzt mit der Maschine, dann da was und hier was und dort was und dann hauchen wir noch Leben ein. Wie ein Zauberspruch, Hokus Pokus Fidibus. Leben du jetzt machen musst oder so, keine Ahnung, Idioten. Wenn wir etwas im Labor beseitigen müssen, so ist das, ja. Machen wir das schnell und ziemlich schmerzlos. Also ziemlich schmerzlos. Ziemlich. Ich dachte, da wird nichts gefoltert. Echt, diese Leute. 2. Juni 2077. Dank Dr. McTermonts Hilfe konnte ich die Segmentierungsprobleme mit PP041 eingrenzen. Die Eisbären im letzten Segment kamen mit der Innenseite nach außen aus dem Nukagen-Replikator und explodierten dann. Ist ja ekelhaft. Ich schätze, das lag an einer falschen Sequenz. Ach na, ha? Allerdings habe ich eine derart heftige Reaktion bei einem Exemplar noch nie erlebt. Rein wissenschaftlich betrachtet war das ein ziemlich spektakuläres Ergebnis. Ich will gar nicht wissen, welche arme Sau das wieder putzen hat dürfen. Boah. Tagebucheintrag, 19. September 2077. Auch meine dritte Anfrage wegen einer Erhöhung der Mittel wurden abgelehnt. Verstehe überhaupt nicht warum. Da die Ressourcen für dieses Projekt Kobalt benötigt werden, von dem man so viel hört. Hoffentlich erkennt Brad Purden, dass das Safari Adventure mehr als nur ein Vergnügungspark ist. Hier leben
Hunderte von atmenden Organismen mit jeweils individuellen Bedürfnissen und in puncto Nahrung, Wasser und Umweltbedingungen. Ich habe weitere Informationen über Projekt Kobalt erbeten. Bislang kam immer wieder Absagen, also habe ich erhalten, jawohl. Bei dem ganzen Aufwand steckt hinter diesem Projekt hoffentlich auch was Großes. Naja. Ja, du hast keine Ahnung, klar. 23. Oktober 2077. Es ist Zeit, also es ist Zeit, ja. Es ist jetzt Zeit, weil bei ihm da ist es dann 1 Uhr früh, ja. Also es ist jetzt etwa 1 Uhr früh, ja, das habe ich schon dreimal gesagt. Ich bin Wissenschaftler, ich darf verwirrt sein, ja. Und ich habe gerade einen seltsamen Anruf erhalten und das um 1 Uhr früh. Tja, manche Leute sind halt einfach Nachteulen. Ja. Mir wurde mitgeteilt, dass man mich auf der Baustelle der wütenden Anaconda wegen eines entflohenen Tieres braucht, das verletzt ist. Diese Sicherheitstypen müssen wirklich vorsichtiger mit unseren Exemplaren sein. Einfach nicht aufpassen, Käfige offen lassen, solche Sachen. Und dann werden einfach irgendwelche Leute verschluckt. Ich sage euch was, diese Unfallprotokolle sind grenzenlos lang mittlerweile. Jedenfalls beim letzten Ausbruch hat sich einer der Büffel ein Bein gebrochen, ne? Ich sag's doch, ist wieder soweit. Und der andere starb wegen einer falschen Dosis in den Betäubungspfeilen. Ja, die haben das gleich pur reingekippt, die Deppen. Weil es kein Messbecher gab, haben die gesagt. Na toll. Im nächsten Eintrag folgt ein Bericht über das Ergebnis. Da gibt es keinen Eintrag mehr, weil wir haben ja gesehen, was mit dir passiert ist, mein Lieber. Ja, du wurdest zu einem Topmodel. Also so schlank und rank wie eins. Ja, allerdings nicht besonders lebhaft. Nicht besonders lebhaft. Psycho. Ja, ich bin manchmal auch ein Psycho. Das war anders gemeint. Ach so. Was wollte ich machen, sagen, tun? Ich glaube, wir sind hier da mal fertig. Guck, guck. Okay, so viel Zeit habe ich mir jetzt auch nicht erspart. Wir sind eigentlich ziemlich... Ja, wir sind eigentlich dort, wo ich aufgehört habe beim letzten Mal. Ich habe es mir nur eingebildet, dass es zügiger vorangeht. Entschuldigung. Entschuldigung. Naja, wenigstens können wir hier noch gemütlich alles ausräumen. Oder? Nein, ich hatte sogar Überlänge. Ich hatte sogar Überlänge bis hierher. Na, na, passt schon. 5 Minuten circa haben wir uns jetzt gespart. Brav. Mehr sogar. Was haben wir denn hier? Keine ungelesenen Nachrichten, Dr. McDermott. Ach, du Heilige. Ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Datumsbericht überschritten. Tagebucheintrag vom 31. irgendwas 99. Ich denke, es wird wieder von unten nach oben gehen. Also werde ich sagen, wir fangen hier mal an. Vom 2. XX 999. Das ist meine Jahreszahl. Keine Ahnung. Jetzt sind sie... Also, jetzt. Jetzt sind schon Jahrzehnte vergangen und meine Metamorphose geht weiter. Mein Körper verändert sich. Metamorphose? Bitte was? Und passt sich an den radioaktiven Fallout in der Luft an. Ach so. Statt dass meine Organe ihren Dienst einstellen und das Leben langsam aus mir entweicht, wehrt sich mein Körper. Meine Haut hat sich verdickt und ist von starken Falten überzogen. Als ob sie versucht, sich der Strahlung zu widersetzen und sie von mir fernzuhalten. Ich habe beschlossen, über diese Veränderung nicht mehr entsetzt zu sein, sondern sie zu studieren, um mehr über die Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erfahren. Vielleicht kann ich mit diesen Daten aus diesen... Na, geht nichts weiter? Da war jetzt gerade das komisch. Mittendrin aufgehört. Vielleicht
Ah, Studien eines Tages ein Heilmittel finden. Bin aber erst einmal froh, dass ich noch lebe. Okay. Dann, ja, ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal. Der Part ist zu Ende. Wir lesen dann im nächsten weiter. Dann kann ich bestimmt wieder besser lesen. Der war gut. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, da lebt irgendwo was. Wahrscheinlich hinter der Tür da. Die wir dann auch im nächsten Part erkunden werden. Ich habe eine... Also lebt dieser Dr. McTermonds wahrscheinlich noch, weil er ein Ghoul vielleicht geworden ist? Wir werden es bestimmt herausfinden. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!